Let's go. 4, 3, 1, 2 Formationen. Ja, wir schauen mal. Wir gucken mal. Ja, Kessler und Donovan. Direkt schon mal ein Hero am Start. Ich würde sagen, Kessler dann doch ein Ticken nicer. Donovan könnte aber wahrscheinlich Sturm spielen. Ne? Und Rechtsmittelfeld. Okay, Rechtsmittelfeld habe ich nicht. Deswegen. Okay, wir gehen über Kessler. Erst Hero Card am Start. Hero Draft. Rekord incoming. Unser Full Hero Draft. Ihr wisst es. Erste Champions League Card. Posch. Boah, nice Karte auch. Ja, ihr wisst es, wir versuchen natürlich hier wieder. Sollen wir mal über Porsche kommen? Gehen wir über Porsche, war so lecker. Jetzt passt man gar nicht rein bislang, aber gut, bislang passt auch noch gar nicht hier. Ja, wir schauen natürlich heute, dass wir wieder einen Full Hero Draft hier hinkriegen. Unser Rekord liegt bei 7 Heroes. Versuchen wir natürlich heute zu toppen. Schreibt gerne rein, was euer Hero-Rekord ist. Oder schreibt gerne rein, was euer bester Spieler war, eure beste Spielerin. Die ihr dieses Jahr gezogen habt, oder wenn ihr keine Packs zieht, was war euer bester Spieler im Draft, den ihr bislang hattet. Ich bin gespannt, wie ein Bettlaken, Leute, ihr kennt es doch, denn ja, ihr würdet mich auch sehr unterstützen. Je mehr Kommentare, desto besser für den Algorithmus, desto besser werden die Videos angezeigt. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr alle einen Kommentar da lassen würdet. Danke für euren Support. Wer ist das hier? Jo, stabile Karte eigentlich. 2005 geboren, Alter, läuft. Gute Karte, Mann, gute Karte. Aber leider keine Premier League, La Liga. Ah, Bruder, Serie A, was laber ich hier? Was laber ich hier? Wir nehmen mal Joro mit, würde ich sagen. Komm, hat er sich verdient hier? Hat er sich verdient? Okay, sind wir mal auf die. Komm, wir gehen mal auf die Stürmerposition. Erste Hero Card ist da, aber bislang kommt dann auch nichts weiteres. Was ist das denn hier? Oh mein Gott. Alter, scheiß die Wand an. Ich kack mir in die Hose. Was ist das denn hier? Ja, gut, wir gehen mal über Sadik. Wir machen direkt den nächsten Stürmer hinterher. Beide Stürmer können ja eigentlich Katastrophe werden, oder? Jawohl, ich wollte schon sagen. Tevez und Smolarek. Smolarek hatten wir noch nicht am Start. Oh, eine kranke Karte. Was hat der für Werte? Junge, was ist das für Werte? Alter, das sind ja wirklich crazy Werte, ne? 91 Tempo, 85 Schuss, 90 Dribbling. Junge, 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 was hat der? 4 Sterne? Ah, 3-3 nur. Na gut, aber Tevez hat 4-3, ne? Tevez ist halt Tevez. Higher rated. Wir gehen über Tevez. Wir gehen über Tevez, Leute. Wir gehen über Tevez. Zweite Hero Card am Start. Wir bräuchten noch 6 Hero Karten für 9 Rekords. Ich weiß gar nicht, wie ich da irgendwie mal 7 Heroes in einen Draft gepackt habe. Fragt mich nicht. Es war ein crazy Draft. Man, guckt es euch nochmal unbedingt an. Es war richtig nice. ZOM. ZOM muss die nächste Hero Card werden. Come on. Ja? Wow, okay. Ja, direkt 4. Immer bitter, ne? Wenn alle Heroes hier gefühlt auf einmal kommen. Ja gut, wir müssen über Pele gehen. Gar keine Frage. Dritte Hero Cards. Wir schaffen es noch hier. Das volle Hero Team. Wir kriegen es noch eines Tages hin. Ich sag's euch. Torhüter wird wahrscheinlich eh immer. Torhüter ist eh immer schwach. Deswegen machen wir jetzt einen Torhüter. Wir haben zwar gerade eine gute Karte gehabt. Deswegen die Chance, dass jetzt noch eine gute hinterherkommt, sehr gering. Aber naja, dafür war es sogar okay. Viel, viel bessere Torhüter kriegt man eh nicht. Von daher, boah, gehen wir über Premier League wegen Jo oder über, wir gehen mal über David Raya, dann haben wir Premier League und vielleicht noch einen Spanier, falls wir noch irgendwie gleich Spanier brauchen. Komm, ein Hero in der Startelf würde ich noch gerne nehmen, ja, korrekt, oder auch nicht. Wir hätten Omar Mascarell oder Ghana, Premier League, nehmen wir gar nicht mit, ist dann ein Ticken besser. Müssen wir eh austauschen. Okay, 3 Heroes nach der Startelf ist in Ordnung. Wir bräuchten noch 5 auf der Bank für einen neuen Icon-Rekord. Wir hätten Konsa, hätten wir den nächsten Premier League-Innenverteidiger. Ah, wir gehen mal über Konsa. Müssen wir natürlich jetzt das ganze Team mehr oder weniger gleich umbauen. Ne? Das wird natürlich auch kritisch. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen neuen Stürmer. Ne? Sadik passt da vorne absolut gar nicht rein. Boah, let's go. Kann Rick ein Sturm spielen? Ich glaube nicht, ne? Ah, schade, ZOM. Ah, warte mal. Aber die Pelé kann doch im Sturm spielen. Das heißt, wir nehmen Ricken mit, stellen Ricken für Sadik rein und tauschen Ricken mit Pelé, oder? Der kann. Ah, der kann keinen Sturm spielen. Ich glaube es nicht. Ach, come on. Ich dachte, der könnte Sturm spielen. Ach, Bruder. Na ja, gut. Das war natürlich jetzt wieder Katastrophe. Wen hatten wir da noch gerade? Ach. Der andere, Bruder, ich glaube, der andere kann Sturm spielen, ne? Noah. Konnte Noah Sturm spielen? Boah, das ist jetzt bitter. Ich glaube, dieser Noah oder Nur oder wie ausgesprochen wird, der konnte, ja gut, Aloe Weiran kann Sturm spielen. Wir haben aber auch einfach ein 91er Bellingham. Ach, Digga. Was machen wir denn jetzt, ey? Ah, Bruder, Bellingham ist natürlich auch nice, aber wir gehen über Aloe Weiran. Weil wir brauchen den. Der kann auch im Sturm spielen.
Wir nehmen Aloe Vera mit. Boah, ich weiß nicht. Ich glaube, dieser Noah, ey, Bruder, ich glaube, der konnte wirklich Sturm spielen, ne? Ja, von denen kann natürlich auch keiner ZM spielen. Das ist natürlich auch wieder absolut bitter. Oder ich glaube, das doch alles wäre nicht. Aber wir haben 5 Heroes. Neuer Hero-Rekord ist noch drin, Leute, ne? Ist noch drin. Warum kann Pelé auch nicht im zentralen Mittelfeld spielen? Also, das ist wirklich unnötig. Wir hatten jetzt wirklich einige kranke Spieler hier hinten nacheinander. Deswegen war es mal klar, dass jetzt wahrscheinlich irgendwann mal wieder ein Schwacher kommen muss. Gusto, kranke Karte, kann nichts gegen sagen. Frosch passt gar nicht rein, deswegen kommt das hier sehr gelegen mit Gusto. Bringt erstmal 4 Chemie mehr, Leute, auf jeden Fall. Kann Frosch Innenverteidiger spielen? Ne. Innenverteidiger wäre die Karte natürlich nice, ne? Aber naja, gut, kann man nichts machen. Weiter geht's. Joa, Lamine Yamal. Man kann leider nur auf Positionen spielen, die wir hier gerade nicht am Start haben. Von daher bringt er uns gar nichts. Wir nehmen ihn trotzdem mit, weil die anderen Spieler uns alle auch gar nichts bringen. Weiter geht's. Komm, wir brauchen noch Heroes. Bitte, bitte. Noch ein, zwei Heroes würde ich nehmen. Dann lebt der Rekord hier noch. Jordi Alba hält sich auch immer stabil. Immer noch 82 Tempo, ne? Mit, was weiß ich, wie alt ist der? 36, 37 mittlerweile. Wird er echt immer noch stabiles Tempo. Van Bissaka nehmen wir mal mit. Kann Gusto links auch spielen. Wäre schön. Kann er aber nicht. Naja, weiter geht's. Komm und eine gute Offensivkarte noch. Eine Hero-Card oder auch nicht. Danke dafür. Carrasco, wir gehen über Hara. Okay, wir müssen mal schauen. Es wird eh schwierig, jetzt das Team noch volle Chemie zu bringen. Wir müssen, ja, Pelé müssen wir rausstellen, aber wenn Cartesi, haben wir nochmal einen La Liga-Spieler. Boah, würde natürlich für Abedi Pelé nochmal einiges Chemie bringen, aber naja, wir können Pelé erstmal auf die Bank setzen, was soll's. Weiter geht es hier mit Fran Beltran. Wen brauchen wir? Wir brauchen noch einen zentralen Mittelfeldspieler. Elliot kann jetzt ZM spielen. Yes. Nehmen wir mal Elliot mit. Bringt einen Chemiepunkt. Na ja, okay. Bringt jetzt auch nicht so viel, ehrlich gesagt. Wir bräuchten Franzosen im zentralen Mittelfeld aus der Premier League. Das wäre perfekt, aber wir kriegen jetzt auch keinen zentralen Mittelfeldspieler mehr. Von daher, wow, Maicon, let's go. Hatten wir auch noch nicht am Start. Sehr, sehr nice. Der Maicon ist natürlich auch. Boah, der hat alles über 80. Junge, was ist das für eine Karte? Crazy. Crazy Karte. Maicon nehmen wir natürlich direkt mit. Gar keine Question hier. Bringt uns natürlich. Ah, warte mal. Der ist sogar Serie A. Jetzt können wir hier eventuell. Komm, mein, das bringt auch wieder gar nichts an Chemie, Alter. Warum das denn? Kurios. Na gut, wir haben zu viele Premier League-Spieler hinten. Vielleicht, wenn wir jetzt noch einen Innenverteidiger aus der Serie A kriegen, dann mal sehen. Aber haben wir nicht. Wir haben noch einen Premier League-Innenverteidiger. Ja gut, können wir nicht mehr viel ändern hier an dem Team gerade, ne? Wir nehmen mal Igor mit. Je nachdem, vielleicht noch mit dem Torhüter können wir vielleicht noch was ändern. So ein Alisson würde ich nehmen. Flecken haben wir am Start. Aus der Premier League nehmen wir mal mit. Bringt aber, glaube ich, auch nichts, ne? Ne, bringt nichts, Leute. Aber nices Team. Wir haben 6 Hero-Karten, Leute. 6 Heroes kann man mit arbeiten, Leute. Das war's auf jeden Fall, Leute. Lasst gerne ein Like da, gerne ein Abo da, falls ihr nicht abonniert habt. Gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten, um nichts mehr zu verpassen. Täglich 13 neue Videos. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wäre auf jeden Fall sehr nice. Ich danke euch für euren Support. Und nicht vergessen, das Wichtigste, lasst einen Kommentar da und ein Like. Macht die 1 Million Likes voll. Und je mehr Kommentare, desto besser für den Algorithmus. Schreibt also alle rein, was euer bester Spieler war, den ihr dieses Jahr in den Packs gezogen habt oder den ihr im Draft gezogen habt. Ich bin gespannt, wie ihr in Wert lag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut rein und ciao.